CoreGamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age 2. Und bevor ihr ausrastet und sagt, boah, der hat wieder ohne uns gezockt. Nein, habe ich nicht. Ich habe nur schon mal in die Dunkelstadt gewechselt. Weil ich mir so dachte, hey, das machst du mal im Offscreen. Weil da müssen die Leute ja nicht dabei sein. Ich habe gehört, dass... Okay. So, des Weiteren, wenn wir hier schon mal sind, haben wir auch die Möglichkeit, unsere Gruppe zu ändern. Des Weiteren soll hier in der Dunkelstadt ja auch was sein, aber ich meine, das hätten wir schon gefunden. Südliches Ende der Karte, ja, das dürfte da unten sein. Wo die Markierung... Nee. Ja, okay, das dürfte da unten sein. Da werden wir nachher mal hinschwartern. So, aber zuerst wollen wir unsere Gruppe umändern. Ja. Ich muss dazu sagen, ich bin sogar am Überlegen, Anders rauszuhauen. Weil ich finde den ja so ganz lustig. Aber. Jetzt kommt das Aber. Aber, wir sind ja auch vorher sehr gut damit zurechtgekommen, dass wir keinen Heiler hatten. Deswegen nehmen wir mal Kava mit. Einfach der Spaß ist halber. Mal gucken, wie es läuft. Natürlich dürfen wir jetzt erst wieder Attribute verteilen. Natürlich er, unser Strong as Hell. Wir hauen mal zwei rein und dann machen wir noch so hier Ausdauervorrat. Muss auch mehr sein bei ihm. Holla, wir sind ja bei ihm schon fast durch mit allem. Sensenmann, Sense verursacht deutlich mehr. Ist jeder kritische Treffer des Opfers in... Okay. Verteidiger, das ergibt ja da gar keinen Sinn. Knauf, Erschütterung. Schlachtenmeister, was soll der machen? Verstärken, nee, das wäre Blödsinn. Fähigkeit, du bist ein Aff hier. Ich würde sagen, wir machen hier den Sensenmann voll. Oh, Kava ist mehr Feind als Freund. Evelyn ist mehr Freund als Feind und bei ihr sieht es eigentlich auch ganz gut aus. So, damit haben wir Kava dabei. Finde ich schon mal gut. Mal gucken, wie diese Konstellation funktioniert. Wenn ich aber, wie gesagt, wenn ich die Karte hier so sehe, wir waren hier quasi überall. Ich glaube nicht, dass wir hier was vergessen haben. Was ja auch erstmal was Gutes ist. Ich hoffe... Nee, das Imbrium. Imbrium, wie viel musste ich da haben? 1. Okay, den toten Mannpass haben wir dann auch schon. Okay. Stillgelegte Docks. Da kriegen wir nochmal Todeswurzel. Verlassene Minenschächte. So, da vorne, sage ich ja, das haben wir schon. So, wir werden sicherheitshalber nochmal speichern. Für den Fall, dass uns jetzt ein Vibe ins Haus steht. Wir kennen sowas ja. Haben wir in der letzten Folge öfters gehabt. Hallo. Ah, da ist Treffpunkt. Okay. Ich glaube sogar, dass wir jetzt sogar in den stillgelegten Gang reingehen. Kann das sein? Statt Emmerichs Ermittlungen. Gehen hier ab. Müssen wir erstmal gleich aufräumen hier. Ein bisschen Feuer da rein und dann. Ey, Meryl macht echt so immensen Schaden. Das ist doch schon nicht mehr feierlich, Alter. Mehr Buben. Na, schon funktioniert das Ganze auch besser. Rechtzeitiges Auftauchen, Sarah. Mein Name ist Emmerich. Ihr seid älter, als ich dachte. Ninette scheint sich sonst eher für junge, spitzohrige Männer zu interessieren. Wie bitte?
Ghislaine de Carricks Gemahlin, Ninette. Ihr habt euch nach ihr erkundigt. Ah, Ghislaine de Carricks Gemahlin. Ihr Verschwinden hat meine Aufmerksamkeit erregt. Ich habe versucht, der Sache nachzugehen. Die Untersuchung war jedoch reine Zeitverschwendung. Mit dieser Einstellung werdet ihr nie Erfolg haben. Ha, zu Anfang war ich auch noch voller Eifer. Aber die Fehlschläge haben jeglichen Enthusiasmus aus mir herausgesaugt. Angefangen hat das alles, als Maren, eine der Magierinnen aus unserem Zirkel, plötzlich verschwand. Das kam mir seltsam vor, weil sie schon etwas älter und alles andere als abenteuerlustig war. Und dann habe ich von Ninette und zwei weiteren Frauen gehört, die vermisst werden. Und ihr bezweifelt, dass sie einfach weggelaufen sind? Ich denke, zwischen diesen verschwundenen Frauen besteht ein Zusammenhang. Und ich befürchte, wir haben es mit einem Verbrechen zu tun. Nutzt der Zirkel denn nicht üblicherweise die Phylakterien, um seine Magier aufzuspüren? Wir sind ihrem Phylakterion bis zu einer Gießerei gefolgt, doch dort ist die Verbindung plötzlich abgebrochen. Ich habe von einigen Sympathisanten gehört, die entflohene Magier durch die Dunkelstadt schmuggeln. Also bin ich hierher gekommen, um ihre Spur vielleicht wieder aufnehmen zu können. Ich habe allerdings keinerlei Hinweise auf Maren gefunden und mich durch die Befragung der Einheimischen ziemlich unbeliebt gemacht. Aber das habt ihr ja selbst gesehen. Habt ihr der Stadtwache von eurem Verdacht erzählt? Ja, aber dort wurde mir mitgeteilt, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass zwischen den verschwundenen Frauen ein Zusammenhang besteht. Es hieß, die Frauen seien eben einfach von zu Hause weggelaufen. Das geschehe ständig. Niemand verschwindet einfach so. Vielleicht wurden sie ermordet oder entführt. Wir haben weder Leichen noch etwaige Lösegeldforderungen gefunden. Diese Frauen sind einfach spurlos verschwunden. Magier fliehen doch ständig aus dem Zirkel. Vielleicht wollte Maren ja einfach nur frei sein. Sie war immer absolut loyal. Ein unbekannter Verehrer hatte ihr Lilien geschickt. Und einige von uns dachten, sie würde sich vielleicht mit ihm treffen. Vielleicht gibt es eine Verbindung zwischen allen Fällen. Hm. Hasst ihr es nicht auch, wenn etwas verschwindet? Ich verliere ständig Sachen. Ich? Wie bitte? Die Frauen? Sie sind verschwunden und ihr könnt sie nicht finden. Natürlich. Ich will euch nicht anlügen, Sarah. Ich bin die Suche einfach leid. Dieser Kampf hat mir gezeigt, dass ich nicht mehr der Krieger bin, der ich einmal war. Ich weiß, wann es an der Zeit ist, Platz für andere zu machen. Hier, nehmt meine Aufzeichnungen. Vielleicht könnt ihr mehr damit anfangen. Ich kehre in die Galgenburg zurück. Ich bin zu alt für das hier. Er ist wie Myrto. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Der Unterstadt? Dem sollte ich auf den Grund gehen. In der Tat. So, wir sammeln mal weiter hier fröhlich ein. Da haben wir noch wieder Knochenberge. Boah, Alter, ich habe so viel Müll in der Tasche, ne? Wenn ich nachher wieder zum Händler komme, freut er sich. Denkt sie auch, ey, der bringt mir nur Scheiße hier mit, der blöde Hund. Aha, da kommen wir nicht rein. Das ist schon mal schön zu wissen. Von hier oben sind wir gekommen. Genau. Dann gehen wir hier einmal rum. Da haben wir wieder noch einen Knochenberg. Why not? Ein Ring. Nice. Ein Ring. Da wollen wir mal gucken. Ach, siehste. Bei Evelyn wollte ich noch gucken wegen dem Schild. Nee, danke. Wo ist unser Carver? Da ist unser Carver. 18 Schaden körperlich, 30 pro Sekunde. Boah, Alter, das Ding ist Porno. Das kriegst du. Und tschüss. Hängst du jetzt halt mit dem Hammer? Dann kannst du jetzt immer sagen, das ist der Hammer. Grobe, 82 Rüstung, Feuerschaden, scheiß drauf. Sie hat zwei Ringe, Gürtel? Nee. Ausdauerregeneration, ja, nee, ist klar. Feuerschaden, was ist mit den Ringen? Ja, nee. Okay. What? Ach, da kann man gar nicht weiter. Das ist natürlich jetzt super. Dann wandern wir halt weiter. Mir doch egal. Dunkelstadt und tschüss. Geh hoch, du Saukopf. So, das wird auf jeden Fall erstmal die letzte Folge sein, die ich aufnehme. Morgen weiß ich ja genaueres und gesetzt im Fall werde ich dann morgen nochmal ein bisschen aufnehmen. Oh. So. Moment.
Wir gehen erstmal in Enders Klinik. Wir sollen ja auch mit Enders reden. Dann tun wir dies auch. Würde ich jetzt mal so sagen. Haben wir nämlich die Enders Quest auch direkt vorne Füße. Ich meine, wenn wir schon hier sind, ne? Ja, allein in der Dunkelheit. Das ist eine gute Frage. Enders, alte Bratnase. Na du? Ich hatte einst einen Freund wie euch. Er ist in allerlei Schwierigkeiten geraten und hat mich mit hineingezogen. Ich hätte nicht gedacht, dass mir so etwas erneut passiert. Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, bin ich ein wenig zu tiefschürfend geworden. Entschuldigt, dass ich euch damit belastet habe. Ihr werdet überrascht, wie viele Leute mir ihre dunkelsten Geheimnisse erzählen. Ich sehe wohl vertrauenswürdig aus. Ihr seht besonders aus. Offen, stolz. Als wärt ihr selbst dann ehrlich, wenn ihr mit mir nicht einer Meinung seid. Ich wollte... Ich hoffe, ich habe nicht zu selbstsüchtig gewirkt, als ich euch von Gerechtigkeit erzählt habe. Ich wusste nicht, was geschehen würde. Ich dachte, wenn ihn ein Freund freiwillig aufnimmt, wäre das besser, als wenn er wie ein Dämon irgendeine Leiche heimsuchen müsste. Nein, das werden wir nicht machen. Ein wenig unheimlich ist es trotzdem. Ach, was würdet ihr denn tun? Wie würdet ihr versuchen, euch gegen die Templer zu wehren? Ihr habt Glück, dass sie euch nie gefunden haben. Auf die meisten von uns machen sie schon Jagd, bevor wir überhaupt lesen gelernt haben. Den Eltern drohen sie damit, sie in den Kerker zu werfen, wenn sie jemals nach einem fragen sollten. All ihrer Rechte beraubt in den Augen des Erbauers. Und wenn man flieht, machen sie Jagd auf einen. Immer und immer wieder. Ihr fangt schon wieder an zu leuchten. Und da hier kein anderer Kopf als der eure ist und ich ihn euch nur ungern abreißen möchte, sollte ich hier wohl lieber aufhören. Ja, entschuldigt. Außerdem haben wir vor den tiefen Wegen noch genug zu tun. Ich versuche nächstes Mal bei ein wenig erfreulicheren Themen zu bleiben. Okay. Oh, Enders Feindschaft. Habe ich gut gemacht. Er hasst mich jetzt schon. Wie soll das jetzt werden, wenn er mit mir in die tiefen Wege rein ist? Mein Gott. Ach, guck, siehst du, sie hat sogar beides schon aktiv. Das finde ich gut. Ich will mal eben bei ihr in die Fähigkeiten rein. Charakter. Fähigkeiten. So, zuweisen. Ich will dich hier haben. Ich will dich hier haben. Dich will ich hier haben. Und dich will ich hierhin haben. Kana Schild. Was ist das denn? Fluch der Qual, das ist Müll. Also für mich zumindest. Ja, dann weisen wir den noch hier hin. Anhaltende brauchen wir nicht. Ja, sie ist ziemlich auf Stein getrimmt, ne? Machen wir uns den noch da drauf. So, so lassen wir das erstmal, bis ich bei ihr neue Fähigkeiten habe. Und wir verlassen die Dunkelstadt. Mal gucken. Ja, mach das. Gebiet verlassen. So, wo darf ich hin? Docks. Ah, guck mal. Geil. Oh, Galgenburg haben wir zuhauf was zu tun. Knochengrube, wie viel des Magisters können wir abholen? Wir werden an die Docks gehen. Das hat auch den Hintergrund, weil da noch wohl was ist, wo ich eine Todeswurzel abgreifen könnte. Und dann habe ich zumindest bis zum stillgelegten Gang, kann ich dann ziemlich sicher sein, dass da nirgendwo mehr was ist.
Großen, ja. Eingang befindet sich bei den Docks. Das könnte hier sein. Ach, wurscht. Wir gehen einfach mal hier ins Kundari-Ding. Ach du Scheiße. Die Kotori schon wieder, Alter. Leck mich am Arsch, ne? Wir gehen uns ja schon auf den Sack, seitdem wir das Spiel angefangen haben. Ne? Boah, alter Kawa, du rockst richtig. Der Bettler da völlig gelassen wieder. Jojo, das passiert ja häufiger, dass die Leute sich gegenseitig aufs Maul hauen. Was? Noch mehr? Okay. Die Jungs, jetzt übertreibt ihr aber, ne? Seit dem Tutorial macht mir die Fähigkeit Spaß. Lyrium. Sollen wir mit dir reden? Komm, wir reden viel. Hallo? Ich möchte mit dir... Darf ich nicht mit dir reden? Okay, dann rede ich halt nicht mit dir. Dann laufe ich jetzt halt woanders hin. Puh, mir doch egal. Stillgelegter Gang. Da haben wir wieder noch... Ja, eine tolle Truhe. Wir gehen mal in den stillgelegten... Ach, hier, guck, siehst du, stillgelegter Gang. Da war ich auf keinen Fall drin. Dann gucken wir mal, was wir hier unten drin finden. Okay. Sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Wie eine Stadt unter der Stadt. So elendsviertelmäßig. Gab es übrigens auch bei KOTOR. Fand ich persönlich damals richtig geil. Was zur Hölle? Wovon denn? Leute, ich bin doch nur hier. Ich komme doch nur gucken. Was habe ich denn getan? Ich mach doch gar nichts. Fragen wir ja, wo er die Feuerwehr hat. Man, oberhalb der Links denkt man so, ja, holt er so vom Himmel und so, ne? Aber hier, ich weiß ja nicht. Kotori Alchemist. Gürtel, Heiltrank, Scheiß drauf. Truhe, Bonnie Lems Waren kaufen. Was hat er denn hier? 20, 28 Stärke haben wir aber nicht. Was haben wir denn hier? Ja, die... Soll ich die 8 Gold investieren? Erstmal verkaufen. Weg mit dem Plunder. So, Plunder ist weg. Nee, lassen wir. Das ist mir keine 800, keine 8 Gold wert. Hallo? Ich mach das mal aus. Ich bin da mal so frei. Knochen. Und da vorne haben wir Todeswurzel. Kommen wir hier hin? Wir gucken uns hier unten natürlich generell erstmal um. Ja, so kommt mir das auch des Öfteren vor. Ich habe hier noch gar nichts gemacht. Boah, voll in... Boah, Alter, das hat gezwiebelt. Jetzt, lass mich in Ruhe. Kawa rockt auch schon ganz schön mit seinem Hammer, ne? Hi. Gib dir mal Feuer. Das reicht jetzt.
Ausgezeichnet. Okay, dann plündern wir hier erstmal wieder rum. Da haben wir wieder nichts, war klar. Was haben wir hier denn? Leichnam. Von mir aus. Amulett. Bin mal gespannt, ne? Oh, was haben wir da? Achso. Der Koteriealchemist. Docs, ja, ja. Das kennen wir ja. So, wir haben auf jeden Fall jetzt, das haben wir auch. So. Die Unterstadt, die haben wir, glaube ich, auch noch zu Genüge erforscht. Ich denke mal, da werden wir auch nichts haben. Feinde unter uns müssen wir noch machen. Moment. Da vorne die Sacke Gäse. Die sah für mich verdächtig aus. War aber nichts, wie üblich. Bitte einmal Karte. Okay, wir haben hier unten alles erforscht. So wie das aussieht. Hoffe ich. Denke ich. Whatever. Wobei hier unten waren wir noch nicht, ne? Wir gehen mal gucken. Oh, was haben wir denn hier wieder für ein verschlagenes Eckchen? Halbsoft, was? Sterbliche Überreste. Überreste gesehen? Überreste des Gesetzlosen. Wann habe ich die Quest denn bekommen, bitte? Tagebuch? Oh, das können wir alles abgeben. Das ist schön. Oh, mir fällt gerade auf. Wir haben gerade das zweite Gerücht erledigt. Kann das sein? Weil ich habe hier irgendwie keine Gerüchte mehr. Naja. Wird schon passen. Oh, wie dem auch sei, wir brechen mal wieder auf nach oben. Wo haben wir denn noch? Aha. Was haben wir denn jetzt wieder alles hier eingesammelt? Ach du Scheiße. Was haben wir denn da? 22 Angriff. Heilung. Für dich wäre das doch was. Was kann weg? Feuerschaden. Moment. Du kriegst den. Du kriegst Gesundheit. Körperlicher Schaden. Feuerschaden. Nee, das bringt ihr nichts. Das Ding können wir direkt weghauen. Du kriegst den. Ich glaube, das bringt dir mehr als körperlicher Schaden. Feraldische Kriegerrüstung. Bla, bla, bla. So. Dann nutzen wir nochmal die Möglichkeit, hier zu verkaufen. Verkaufen. Plunder weg. 5 Plätze belegt. In die tiefen Wege wollt, habt ihr ja das nötige Geld dazu. Wenn man das Beste will, muss man sich. Was? Achso, da war bestimmt eine Falle. So wie hier auch. Und da wir Varric nicht dabei haben, können wir diese nicht sehen und nicht entschärfen. So, wir gehen wieder zu den Docks. Jawohl. Das war ja auch eigentlich sowas, was ich eigentlich immer gemacht habe. So einen Schurken dabei haben, weil mich das immer tierisch aufregt, dass ich die Truhen nicht sonst aufkriege. Aber wir sehen ja, wohin das führt. Nämlich nirgendwo hin. So, darf ich vielleicht jetzt mit dir reden, junger Mann? Upsala. So, da muss ich mal eben schnell wohin, Kinders. Naja, auf jeden Fall, ja, was ist jetzt hier mit Pais? Warum kann ich wenn nicht mit dem reden? Wenn ihr in die tiefen Wege wollt, habt ihr ja das nötige Geld dazu. Oh Gott, geh mir doch nicht auf den Sack, ey! Was war das denn noch mit Pais? Lose Enden. Okay, das heißt, hier sind irgendwo noch Schläger. Wir wandern mal eben umher. Und hoffen auf das Beste. Sind alle bereit? Ihr werdet gleich angegriffen. Ich sag's ja. Ah. Ich dachte schon, die Coterie würde mich endgültig beseitigen. Das Ganze war wohl eine Falle.
Als ich ankam, um den Handel abzuschließen, waren da keine Zwerge, sondern nur Coterie, die uns erledigen wollte. Meine Leute haben sie erwischt. Ich bin weggelaufen in der Hoffnung, dass sie mich hier nicht finden, aber das war ein Irrtum. Was ist, ist das Coterie? Die Konkurrenzgilde von Ethanril oder so? Es ist eher andersherum. Ethanril ist das kleine Licht. Die Coterie kontrolliert den größten Teil des Verbrechens in Kirkwall. Und sie mag keine Konkurrenz. Du bist etwas jung für diese Beschäftigung. Ich bin 15, gehe aber meist als Mann durch. Meine Mama wurde von dieser großen, gehörnten, dunklen Brut in Stücke gerissen. Nur ich und meine Schwestern sind noch übrig. Die Arbeit für Ethanril ist der einzige Weg, die Mädchen durchzubringen. Warum nimmst du nicht, was Ethanril dir gegeben hat und beginnst weit weg von Kirkwall ein neues Leben? Was meint ihr damit? In Lothering gab es immer Familien, die einen starken Jungen und ein paar Mädchen aufnahmen, wenn sie bei der Arbeit halfen. Mein Vater war ein Bauer, bevor die dunkle Brut ihn erwischt hat. Das wäre mir lieber, als für Ethanril zu arbeiten. Wir sind so ein Gutmensch. Ich hole meine Schwestern. Bitte sorgt dafür, dass sie uns nicht verfolgt. Kein Ding. Jawohl, Kawa und Evelyn sagen, habe ich sehr gut gemacht. Ha, Lob von anderen. So, joa. Damit dürften wir hier fertig sein. Wir verlassen das Gebiet erneut. So, was haben wir hier denn noch? Das erste Opfer. Ja komm, machen wir die Nacht fertig, würde ich sagen, ne? Auf dass wir dann nur noch auf der Tagseite von Kirkwall rumhantieren. Ist natürlich voll der Luxus, jederzeit Tageszeit umzustellen. Das gibt's auch Spiele, wo das anders ist, ne? Wobei, bei Witcher geht's auch, ne? Ich erinnere mich mit Freude daran, wie Rockstar und ich mit beim ersten Mal diesen Werwolf gemacht haben. Hier ein wildes Herz, die Quest. Und dann haben wir den Werwolf bei Nacht und bei Vollmond herausgefordert. Ja, es gab so eine Zeit, da waren wir einfach, wir hatten den clever. Also so war's, so war's. So, Unterstadt bei Nacht. Ah, okay. Hier unten gehen wir mal eben gucken, ob ich die, die Dings gefunden habe. Diese Scheiße. Na komm schon. Da geht nichts. Okay. Aber ich meine, ich hätte hier was gefunden. Oder ist das nur bei Tag hier? Das wäre natürlich auch lustig. Hier sollte irgendwo Spindelkraut sein. Kann natürlich auch sein, dass das nur tagsüber da ist. Wir gehen trotzdem mal alles ab. Aber auch hier. Also normalerweise habe ich hier auch alles abgesucht und normalerweise sollte ich hier auch alles gefunden haben. Gießereiviertel. Ah, die dunkle Gießerei. Da gehen wir mal rein. Mal gucken, was dann los ist hier. Sodom und Gomorra. Ich sehe es schon kommen. Ich werde wieder hoffnungslos überziehen. Oh, wer ist denn der Dude? Offensichtlich ein Dude, der was zu verheimlichen hat. Können wir nicht darüber reden? Nein? Oh, da sind sie wieder, die Dämonen der Wollust. Hier, schuss mal einen Feuerball. Ich spiele die auch mal ein. Es ist natürlich jetzt so eine Überlegung von mir. Ist es sinnig? Ist es sinnig, wenn ich mir einen Stab von jedem Element sichere, für jeden der Zauberer, den ich hier dabei habe? Ist jetzt natürlich eine Frage, die durchaus berechtigt ist, weil es gibt natürlich ja elementare Schwächen, die ihn wer hier mal hat. Wir sehen das ja auch schon immer so ein bisschen am Schaden vom Feuer und vom Eiszauber. Ich glaube, die wollten uns tatsächlich alle töten.
kommst du denn darauf, Meryl? So, dann gucken wir auch mal, was wir hier noch so finden. Wir gehen natürlich noch nicht. Ich wiederhole, wir gehen noch nicht. Zur Questmarkierung. Ich hast du eine Truhe. Brauchst du, musst du nur aufschließen. Danke. Ich habe gerade mein Bein verloren. Ich weiß nicht, wie toll ich das finde. So, haben wir es jetzt oder? Komm, am besten gleich nochmal reintreten. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ich könnte ihr so. Ich könnte ihm so ins Gesicht schlagen, wenn ich das so höre, ne? Gott, geht der mir. Jetzt kämpfen wir! Von mir aus. Kämpf, wann immer du das führst. Jetzt. Bestätige doch. Das ging fix. Fässchen. Säckchen. Oh, hier ist nix. Oh, Sack voller Knochen. Ninettes Ring. Oh. Man kann auch überleben, wenn einem eine Hand fehlt. Das hier bedeutet also nicht, dass man... Eine abgetrennte Hand, ein Ring und ein Haufen Knochen. Emmerich wird das sehen wollen. Und dem Ring sollte ich wohl Gislain bringen. Er könnte Ninette gehören. Hm. Ja, ich würde sagen, da ist eine der Männergeschichten wohl böse nach hinten gegangen. Okay, dann sind wir hier anscheinend auch wieder fertig. Ja, dann verpissen wir uns hier wie üblich. Wupp, wupp. Düdüdüdüdü, Ladepause for the win. Wenn es so weitergeht, fange ich echt vielleicht an, hier die Ladepausen rauszuschneiden. Das wäre vielleicht auch mal angebracht, oder? Wobei, es geht eigentlich. Die von Oblivion waren viel schlimmer. So, wenn ich mich jetzt aber nicht verrechnet habe, dann kann ich an dieser Stelle, oder muss ich an dieser Stelle leider zu euch sagen, see you guys und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Dragon Age 2. Bis denn, tschüss. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.